was, da spielen wir hier am Pult. Gesucht werden Orte, die in eine Frage verpackt sind. Ihr seht eine Deutschlandkarte. Eine Deutschlandkarte ohne Bundesländergrenzen. Und auf dieser Karte müsst ihr mit eurem Eingabestift die Orte einzeichnen und dann mit OK bestätigen. Und der Stift kommt selbstverständlich in die linke Hand. Der Heiko macht das schon völlig richtig. Wer näher am gesuchten Ort liegt, der bekommt einen Punkt. Und wer als erster 5 Punkte hat, der hat dieses Spiel gewonnen. Bei gleichem Abstand vom Ziel, was sehr unwahrscheinlich ist. Trotzdem gibt es dann für keinen einen Punkt. Wir machen mal ein Beispiel. Wo residiert der Senat im Roten Rathaus? Einmal reinmalen, mit OK bestätigen. In einem Roten Rathaus oder in dem Roten Rathaus? Im Roten Rathaus. Es gibt viele rote Rathäuser. Ja, aber im Roten Rathaus. Also da ungefähr, würde ich mal sagen. Achso, ich darf nicht mit links machen hier, ne? Bitte mit OK bestätigen. Es ist ja ein Beispiel, dann könnt ihr euch vielleicht denken, welches Rote Rathaus wir meinen. Welches meinen wir denn, Heiko? Berlin. Jawohl. Wie weit seid ihr von Berlin entfernt? Das ist Stefans Berlin, das ist Heikos Berlin. Ja, und da war er schon bald in Mecklenburg-Vorpommern. Stefan war näher dran, kriegte also einen Punkt, war aber nur ein Beispiel, ja? Wer zuerst 5 Punkte hat, der hat dieses Spiel gewonnen. Und gleich beginnt Spiel 11. Wo liegt was? Spiel 11. Wo liegt was? Und wir beginnen. Erste Frage. Wo steht die Wartburg? Wo steht die Wartburg, die seit 1999 zum Weltkulturerbe gehört? Wo steht die Wartburg? Ja, die Wartburg. Die Wartburg. Seit 1999 Weltkulturerbe. Da ungefähr. Ja. Wenn ihr euch sicher seid, dann bitte okay. Ja, scheiße. Was? Ich bin mit dem Finger da drauf gekommen und der hat sich wieder woanders hingetan. Moment. Heiko, hast du? Ich glaube, da ist er. Mindestens schon. Heiko hat zumindest eingeloggt mit OK. Stefan, wie sieht's aus? Bitte mit links. Ungefähr da. Probier's mal, kann ich nicht sagen. Die Wartburg. Eisenach. Das ist Eisenach im Thüringer Wald. Richtig. Aber ich weiß nicht genau. Martin Luther als Junker Jörg das Neue Testament übersetzt hat. Eisenach, Thüringen. Das ist schon mal gut. Aber wo habt ihr Eisenach hingesetzt? Das ist Stefans Eisenach. Ja, das ist das Eisenach von Heiko. Auch Stefan war ein bisschen entfernt, aber näher dran. Das ist der erste Punkt für Stefan Raab. Und hier ist die zweite Frage. Wo liegt die höchste Erhebung des Fichtelgebirges? Das weißt du, du grinst schon so. Hä? Weißt du es? Die höchste Erhebung des Fichtelgebirges.
Keine Idee, Stefan? Oder bist du noch am... Ich bin mir ehrlich gesagt im Moment nicht, gerade nicht sicher. Diese Mittelgebirge, die schmeiße ich oft mal durcheinander. Das Fichtelgebirge liegt, da ist es nicht. Oder ist ein Teil dessen, was ich denke? Dann könnte ich mich natürlich täuschen. Da gibt es wunderschöne Weihnachtsbäume, die man malen kann. So. Ja. Ich hätte gerne eine Antwort. Wer kam denn noch daher? Irgendein Sportler kommt aus dem Fichtelgebirge, der wurde immer so benannt und hat einen Dialekt gesprochen, über den ich das genau zuordnen könnte. Heiko hat eingeloggt. Stefan, bitte. Ehrlich gesagt, da bin ich ein bisschen unsicher. Warte mal, da unten ist... Stefan, ich brauche eine Antwort. Einloggen bitte. Einmal okay. Stefan. Ich weiß es nicht. Oh, keine Ahnung. Trotzdem okay, bitte. Irgendwo Richtung Ost. So, jetzt. Warte mal, ich guck mal vielleicht da. Da ist aber kein Gebirge hier. Oder da. So, okay, jetzt. Ich mach einfach mal, ich weiß es nicht genau, echt. Okay, der Schneeberg, die höchste Erhebung des Wichtelgebirges, der Schneeberg, wer wüsste es nicht, mit 1051 Metern und wir schauen mal, wo ich hab geraten. Ihr das Fichtelgebirge platziert habt. Da Stefan, da Heiko. Und da ist das Fichtelgebirge, ja. Und das ist der zweite Punkt für Stefan Raab. Nur 84 Kilometer. Vom Schneeberg entfernt. Diese Mittelgebirge sind immer schwierig. Das ist der Bayerische Wald ist da auch noch in der Ecke. Da kann man sich auch vertun. Manchmal sind so Teile eines Mittelgebirges auch noch mit anderen Namen benannt. Naja. Hat doch geklappt. 2:0 für dich. Aber Heiko kann mit der nächsten richtigen Nadel schon wieder rankommen. Wo werden Rednitz und Pegnitz zur Regnitz? Regnitz und Pegnitz zur Regnitz? Zur Regnitz? Die Regnitz. Die Rednitz und Pegnitz? Ich habe ein bisschen eine Ahnung, ich weiß zumindest, wo die beiden Flüsse sind. Ich weiß aber nicht, wo sie... Wo werden Rednitz und Pegnitz zur Regnitz? Das kann man mit zwei Glühwein aber auch nicht mehr aussprechen. So. Ich hätte dann gerne mal eine Antwort. Ah ja, ey, das ist tricky. Hast du? So, ich will eine Antwort. Jo, keine Ahnung. Also ich weiß, dass die Pegnitz durch oder in Nürnberg fließt und die Regnitz auch im Frankenland unterwegs. Du bist das ganz heißt, nah dran. Hä? Ich bin ganz weit weg. Wo bist da, du? Irgendwo werden die beiden dann auch zur Regnitz werden. Irgendwo in Franken. Franken. Irgendwo im Osten. Du warst irgendwo im Osten. Nordostbayern. Wir suchen Fürth. Ja, das ist doch direkt neben Nürnberg. Da ja, dann schauen wir mal. Dann dürfte das theoretisch dein dritter Punkt sein, wenn Heiko irgendwo im Osten ist. Ja, da müssen wir. Ja, das ist dein dritter Punkt. Fürth. 3:0. Das sieht deutlich aus, aber noch ist nichts verloren bei diesem Spiel, Heiko. Mit welcher Stadt verbindet man den berühmten Rattenfänger? Das könnte man wissen, aber
Wo ist das denn genau? Mit welcher Stadt verbindet man den berühmten Rattenfänger? Weiß ich es nicht. Also die Stadt weiß ich natürlich. Aber wo die jetzt ist. Dann tipp irgendwas und bitte einloggen. So langsam. Okay. Heiko, habe ich. Stefan? Habe ich auch. Es ist selbstverständlich Hameln. Hameln. Wir suchen Hameln. Der Rattenfänger von Hameln. Auf jeden Fall Niedersachsen. Aber wo genau da? Wohl zwischen Hannover und Bremen, oder? Weißt du genau, wo es ist? Dann schauen wir mal. Westfalen. Ne? Hä? Westfalen. Gehört das nicht zu Niedersachsen? Das gehört schon. Und da seid ihr relativ nah dran. Und das ist der Punkt für Heiko. Ah. 30 Kilometer entfernt, Stefan. 25 Kilometer mehr. Der Rattenfänger von Hameln. 1284 war das irgendwie und seitdem ist auch nicht mehr viel in Hameln passiert. So, fünfte kleine Aufgabe für euch, 2:1 nur noch. Wo entsteht, Entschuldige bitte, 3:1 selbstverständlich. Wo entsteht die Waldschlösschenbrücke? Wo entsteht die Waldschlösschenbrücke? Stefan ist schon auf der Pirsch. Heiko hat noch keine Idee. Weißt du nicht? Keine Ahnung, was das ist. Dann einfach irgendwo die Nadel reinsetzen. Da kann man ja auch trotzdem einen Lucky Punch mitmachen. Wo entsteht die Waldschlösschenbrücke? 3:1 für Stefan. Der braucht nur noch 2 Punkte bei Wo liegt was und hat dann mögliche 11 so auf dem Gesamtspielkonto. Bitte einloggen. Ich habe Stefan, ich habe Heiko. Heiko, wo glaubst du? Du hattest keinen Plan? Keine Ahnung. Wo warst du? Wieder irgendwo im Osten? Ja, jetzt bin ich in Bayern, glaube ich. Ja, wärst du mal im Osten gewesen? Also Dresden, meine ich, ist das. In Dresden. Über die Elbe. Über das Elbtal. Genau. Dadurch hat das Elbtal auch den Titel als Weltkulturerbe verloren. Und bitte nicht den Stift runterschlucken. So praktisch Dresden 21. Wir suchen Dresden. Die Waldschlösschenbrücke. Das ist Stefan und das ist Heiko und das ist der 4. Punkt für Stefan. Das sind kleine Matchbälle. Mögliche 11 Punkte danach für Stefan, aber noch kann Heiko kontern. Wo grenzen Thüringen, Bayern und Hessen aneinander? Gesucht ist der exakte Mittelpunkt. Wo grenzen Thüringen, Bayern und Hessen aneinander? Ah, okay. Bayern, Thüringen, Hessen. Irgendwas mit dem Pult? Ah, jetzt kommt er. Geht wieder? Kannst du noch bewegen? Okay. Wenn ihr meint, den Punkt gefunden zu haben, dann auf OK.
Ungefähr. Okay, Heiko habe ich, Stefan habe ich auch. Wir suchen den exakten Punkt, wo Thüringen, Bayern und Hessen aneinander stoßen. Wir schauen uns mal eure Nadelstiche an. Das ist Stefan, das ist Heiko und das ist Heikos Punkt. 30 Kilometer nur entfernt, 60, Stefan, das ist der zweite Punkt für Heiko. Einen kleinen Matchball abgewehrt, 4-2, aber immer noch die Führung für Stefan. Und hier ist die nächste Aufgabe für euch. Wo steht das Bruchwegstadion? Wo steht das Bruchwegstadion? Macht Stefan den Punkt? Kriegt er 11? Oder kann Heiko nochmal abwehren? Gesucht ist das Bruchwegstadion. Da irgendwo. Ja, schwer, ey. Wenn ihr habt, bitte auf OK. Ja. Stefan, wo steht das Bruchwegstadion? Mainz, meine ich, oder? Mainz, die Heimat von Mainz 05. Nächstes Jahr gibt's ein neues. Denn das ist schon ein bisschen marode. Auch Heiko hat Mainz gesucht. Wie weit seid ihr von Mainz entfernt? Stefans Mainz ist tendenziell ein bisschen sehr weit nördlich. Und das ist der dritte Punkt für Heiko. Was? Echt? Nur 26 Kilometer entfernt. Der Heiko, du 109. Da warst du ein bisschen zu weit im Norden. 4-3. Heiko kommt ran. 2 Punkte jetzt in Folge für ihn. Und das ist die nächste Frage. Wo liegt der Watzmann? Wo liegt der Watzmann? Der Watzmann. Meinst du begraben oder? Er freut sich noch. Agiler Gesundheit. Wo liegt der Watzmann? So sicher bin ich mir da nicht, ehrlich gesagt. Wo der Watzmann ist. Ich brauche aber eine Antwort. Gewinnt Stefan diese Frage, wo der Watzmann liegt, dann gewinnt er auch das gesamte Spiel und hat 11 weitere Punkte. Die Führung und der Vorsprung von Heiko schmilzt. Oder macht Heiko hier seinen Hattrick und gleicht aus? Das können wir natürlich nur auflösen, wenn wir auch eine Antwort haben. Heiko, wo liegt der Watzmann? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das heißt, du hast einfach mal in die Mitte gestochen. Und du, Stefan? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber ich meine mich erinnern zu können, dass das irgendwo da bei Berchtesgaden liegt. Königssee, irgendwo habe ich da mal im Zusammenhang Watzmann. Berchtesgadener Alpen, Oberbayern, 2713 Meter über Normal Null. Das ist Stefans Watzmann, das ist Heiko, der einfach einmal in die Mitte gemacht hat. Und das ist der vierte beziehungsweise fünfte entscheidende Punkt. Stefan gewinnt mit
5:3 das Spiel Wo liegt was? Und wir schauen auf das Scoreboard und sehen, ja, Stefan kommt ran. 39 Punkte Heiko, 27 Punkte Stefan.